Es wird ein sehr schwerer Match geben für den FC Basel, obwohl auf dem Papier sind wir vielleicht Favorit, obwohl Luzern vor Basel steht im Moment. Vom Papier her ja. In letzter Zeit haben wir immer gegen Basel gut gespielt und auch immer ein bisschen Punkte geholt. Und auch sogar in Basel unten. Und ich hoffe, es geht in dem Sinn weiter. Der Australier, den wir haben, ist sehr stark. Aber Luzern macht mir eher den Gefallen. Sie spielen homogen. Es ist eine Mannschaft. Und beim FCB müssen wir jetzt schauen, dass wir langsam eine Mannschaft werden. Es ist noch nicht eingespielt. Ich glaube sicher ein Stocker, der jetzt zwei Matches nicht gespielt hat. Ist ein guter Punkt. Und auf den Schär, wenn er hinten vorkommt oder gar nicht, möglichst keinen Freistoß verwünschen. Das sind so die Punkte. Wir brauchen die Punkte. Wir sind 7 Punkte hinter 3. Wir können die Punkte leider nicht in Luzern lassen. Das ist ganz klar. Aber Luzern ist eine heimstarke Mannschaft. Eine sehr gute Mannschaft. Ich konnte sie dieses Jahr schon beobachten. Sie spielen aus einem Guss und es wird eine schwere Aufgabe für den FC Basel. Luzern hat es auch mal verdient, ein bisschen von oben runter zu schauen.